Scheiße, wieder zu früh. Das gibt's nicht. Hier gibt's auch keine Tür mehr, die ich zumachen kann. Das heißt, wenn ich mich jetzt schlafen lege, kommen die um die Ecke irgendwann. Scheiße. Okay, ich probier's mal. Ey, nur ein Ohrwurm. Okay, das sieht nicht so schlecht aus. Dieses Spiel speichern. So. Einfrieren. Nicht, wie lange die einen verfolgen. Heilen. Das waren die Spiele damals. Man stellt sich in eine Ecke, versucht zu schlafen und schlägt einen nach dem anderen tot. So, aber so war das. Ey, ich kann mich erinnern, dieses Laden und Speichern war nicht unüblich. Boah. Oh. Ey, wie viele denn noch? Ey, habt ihr gesehen, wie viele da noch sind? Nein, zu früh. Wir laufen wieder weg. Nein! Nein! Lass mich zurück in meine Ecke. Heilen. Da kann er auch nicht mehr.
So. Heilen. Oh, ey, ich habe immer das Gefühl, das ist mein letzter Klick. Und dann sterbe ich wieder. Einmal im Kreis gedreht. Wahrscheinlich spawnen die ganze Zeit wieder, während ich schlafe. Total dumm. Kann ich jetzt stundenlang so machen. Nein, nein, nein. Oh, Spinat und Eier. Lecker, das hatte ich auch ewig nicht mehr. Mit Kartoffelbrei. Ach, ach komm, ey, ihr könnt doch, das ist doch nicht euer Ernst. Ich sag euch, die respawnen, während wir schlafen. Mit normalen Kartoffeln, die man breit gedrückt hat, klingt trotzdem hervorragend. Nein, verklickt. Was ist das? Nein. 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 Ich bin wieder in meiner Ecke. In meiner kleinen gemütlichen Ecke, wo wir seit Wochen... Ich liebe diese alten Spiele. Es macht halt Spaß, so alte Spiele zu spielen, wisst ihr? Weil bei diesen alten Spielen, ne, da hatte man halt noch Spaß. Geduld brauchte man da. Skills würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Geduld.
Geduld und eine ruhige Ecke. Mein Gott. Wir werden hier nie wieder rauskommen aus den Minen. Ob ich weiß, ich weiß überhaupt nicht, was ich in Minen wollte. Ich bin ja einfach in die Minen gegangen, weil ich irgendwie, ich brauche Erde. Also ich weiß, was ich grundsätzlich noch brauche, ja. Aber ich weiß nicht, warum ich explizit in den Minen bin. Das ist der einzige Bereich, wo ich noch nicht war. Und von den, so soll ich das mal probieren. Ich war da halt noch nicht. Ja, und aber der hat ja vorhin irgendwas erzählt, wir sind auf der Suche nach jemandem. Aber das muss mir irgendwie abgegangen sein, wenn mir jemand erklärt hat, warum ich in die Minen muss. Aber ich suche immer noch diese Erde. Und suche diese Zauber, von denen ich die Schlüssel bekomme. Boah, eventuell sind wir jetzt endlich mal ein Stückchen weiter. Ich speichere jetzt hier, aber ich speichere mal was Neues. Qualenpest. Damit ich das andere Safe-Game noch habe. Hier war erst der Gasgeruch. Okay. Die haben den direkt umgebracht. Ey, spinnt ihr eigentlich? Hier spawnen die, ne? Mich hier hinstelle, können die nicht spawnen. Da! Bergwerksschlüssel 5. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bergwerksschlüssel 5. So. Ah ja, okay, damit komme ich dann wahrscheinlich da hinten jetzt endlich durch. Und da geht's dann hoffentlich nach oben.
Ey, willst du mich verarschen? Ey, das kann einfach nicht wahr sein. Ja, die können ja zu mehreren auf dem Feld. Wir stehen ja auch mit mehreren auf dem Feld, das können die auch. Nach oben. So, wo bin ich denn jetzt hier? Oh Gott. Wir werden hier nie rauskommen. Mana regeneriert sich nur im Schlaf, soweit ich weiß. Ja, ich habe noch keine andere Möglichkeit gefunden. Ach ja. Ich hole mir mal kurz ein Getränk. Gute Nacht, Tobi. Okay. So, ich würde sagen. Oh nein, schon wieder diese kleinen Viecher. Nur nicht vergiften. So, speichern. Okay, 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 okay. Neue Mine, neues Glück. A keyhole. Habe ich noch irgendwelche Schlüssel? Ich habe die. It does not fit. It does not fit. A keyhole. Übersicht über die Schlüssel verloren. Remove all weapons before entering. Das meinen die nicht ernst, oder? Da muss man sich nicht dran halten. Oh nein, die Säureviecher. Geh weg. Was ist das hier denn jetzt für ein komisches Konstrukt? Okay, was ist das denn bitte? Wir müssen Hitrate leveln, sowas gibt. Das gibt es hier nicht. Ich verliere überhaupt nicht die Übersicht hier. I've been poisoned. Lauf! I've been poisoned. Hilfe. I don't have enough magic. Ich hasse die, hab ich doch gesagt, die sind wie bei Jurassic Park, diese ganz kleinen Dinos, wo du denkst, ach süß. Und dann holen die ihre Freunde und dann haben die 3 Millionen Brüder.
Es gibt Kampflevel, ja, aber es ist jetzt nicht so, dass du aktiv da groß was gegen machen kannst oder mitmachen kannst oder so. Was ist denn das hier für ein komisches Dungeon? Das ist ja total crazy. Ich hasse die wirklich. Die sind ja fast schlimmer als die Quallen. Die hießen Procompsognathus. What? Okay, so, jetzt mal kurz durchatmen. Hier gibt's überall geheime Ausgänge. It appears to be a most ornate lock. Ich denn jetzt? War ich hier schon? Nee. Da ist ein Loch. Da ist auch ein Loch. Da hinten ist irgendwas. Guck mal jetzt das Loch zu. Bergwerksschlüssel 2. Jetzt ist dann. Also wenn ich jetzt vorwärts gehe, falle ich tiefer. Wo bin ich jetzt? Dann komme ich in Level 2 irgendwo raus. Okay, wir speichern mal wieder. Ein Portal. Oh, ein Portal ist weg. Oh, ein Portal. Oh, wir sind wieder oben. Ich glaube, das finde ich gerade ganz gut. Oh, Leute. Deckenkrabben. Keiner leiden. So. Bringt mich jetzt aber auch nicht wirklich weiter, ne? Außer, ich kann natürlich jetzt mal versuchen, da in diese andere Ecke zu gehen. Jetzt habe ich ja hier diese zwei Schlüssel. Beziehungsweise sogar drei Schlüssel und kann probieren, ob die da hinten irgendwo passen. Also quasi. Wo war das? Hier. Nee. Doch, nee. Ich habe komplett die Übersicht verloren. Hier. Da. Die Frage, ob ich da schon hinkomme. Das war wahrscheinlich, ist unwahrscheinlich, ne? Lohnt sich das, das jetzt mal zu probieren? Auf jeden Fall speichern wir hier mal. Also wir können erstmal vor die Tür laufen. Dann müssen wir das nicht jedes Mal machen. Warte, Norden. Ich hab gerade komplett die Orientierung verloren. Wo stehe ich denn hier? Ach, da.
Warum sind denn das jetzt so viele? I've been poisoned. Und warum treffen wir auf einmal nichts mehr? Leute. Boah, ey. Okay. Scheiße. Ey, was ist denn mit dem Spiel auf einmal los? Irgendwie hat das Spiel was gegen mich. Das sind Rudeltiere, ja, Raubtiere sind das. Okay, auf ein neues. I've been poisoned. Ich hasse das, wenn er das sagt. Oh, ich bin aufgestiegen. Ich kann jetzt Level 4 heilen. So, also. Was wir jetzt wollen, ist auf den Knopf hier drücken und einen runterspringen. Wir gehen jetzt nochmal diesen normalen Weg, aber ich gehe jetzt mal dahin. Um mal zu gucken, ob ich... So muss ich das Portal hier benutzen. Ich habe das schon wieder vergessen. Nee, ne? Wir müssen da hinten runterlaufen. Das heißt, wir gehen jetzt... Schön verlaufen. Hier durch. Und dann ist hier das Ding und das noch richtig eingestellt. Juhu! So, jetzt sind wir hier. Links. Treppe runter. Teleporter. Rechts. Und jetzt die Frage. That seemed to work, but something more is needed, I believe. At last. Ha! Okay, wir haben den anderen Teil zwar noch nicht fertig, aber... Warte mal, mal speichern. Tiefer. Diese Fallen, Liebe. Was?
Eieieiei. Muss den besser konditionieren. Ja, der mit der Rüstung ist halt richtig kacke. Der trägt ein Hemdchen mittlerweile. Ein Hemdchen. Das hat halt wehgetan. Lads, I thought you were lost. We've discovered a recipe for the elixir. We need the keys so that we may apply it to King Richard. I'll join you then. We'll need this key. Okay, für ihn sind wir hier. We should leave. Studies of gem lore and excavation. It burns slowly. Wyvellian brew. Ancient maps. Ancient maps. We should leave. We should leave. Studies of gem lore and excavation. We're off to save good King Richard. Oh. Wir haben Paulsen dabei. Oh, ist aber nicht kein schlechter Kämpfer. Wir haben nur nichts für den so wirklich, ne? Er kann auf jeden Fall mal ein Schwert bekommen. Oder wie wär's damit? Macht keinen Unterschied. 22 oder 20? Ne, dann lieber 22. So, was haben wir noch für dich? Ich glaube halt, wir haben nichts, ne? Sandalen? Also er hat schon was an. Oh, wir haben Helme. Irgendwo haben wir Helme. Wir haben mehr als genug Helme. In der Mine nicht ohne Helme rumlaufen. Okay, das ist doch schon mal ganz gut. Hey, wir haben 3 Leute. Wie gut, bitte. Aber wir haben jetzt noch einen ganzen Teil der Mine hier übersprungen, würde ich mal behaupten. Hier den hier. Nehmen wir mal an, dann müssen wir noch weiter. Aber Vincent haben wir, ich meine, jetzt mit einer Person mehr dürfte das jetzt vielleicht ein bisschen einfacher sein. Weil ich wüsste jetzt auch nicht, was ich noch Oh, ich wusste gar nicht, dass man das anziehen kann. Lads, a secret button to the south hides my equipment. A secret button south? Let the button be revealed. Oh, da. Rolands Würfel. Wofür kriegt er einen Würfel? Schild. Zwergenstiefel. Kann ich mal endlich meine Sandalen ablegen. Glaubt er ja wohl nicht, dass er alles alleine hat. Einen Brezelbecher hat er auch. Axt, Zankteufel. Ja, die kriegst du gerne. Guck mal, aber das Schwert ist besser. Willst du dann nicht lieber das Schwert? Bergwerksschlüssel 4. Ölflasche. Ja, eine Ölflasche können wir echt dringend gebrauchen. Kettenhemd. Es tut mir ja leid, aber wir müssen leider dein Kettenhemd nehmen. Visierhelm. Guck mal, den darfst du haben. Noch mehr Ölflaschen. Du. Ölflaschen ist echt nicht mein Problem, Mann. Okay, aber 3 gut ausgerüstete Krieger.
So, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann würde ich sagen, jetzt geht's nach rechts. Dann wollen wir nach Osten. Nee, das war falsch. Westen. So, da ist das Portal. Aber jetzt die Frage, kommen wir jetzt hier auch rein? Nee, ne? Das ist ein anderer Schlüssel. The key doesn't fit. There is no way to pick. There is no way to pick this lock. Jetzt redet er. Interessant. So, wo sind wir jetzt? Hier. Gibt den Wagen zurück. Yahoo! Ja, es redet nicht immer der mit dem hellen Rand. Also das ist der aktive, ja. Aber es redet nicht immer der mit dem hellen Rand. Es gibt manchmal Sachen, wo auch, ich habe auch schon Toten reden gesehen. So, jetzt wollen wir hier durch die geheime Wand zurück. Und dann wollen wir dahin. So, und jetzt ist die große Frage, was tun? Speicher mal. Rest der Mine. Ich meine, ich weiß nicht, wo ich ansonsten hin soll. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Wirklich. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Aber ich glaube, jetzt den anderen Bereich der Mine noch anzugucken, ist jetzt nicht so eine schlechte Idee. So. Also die jetzt nach unten. Nee. Einen nach oben, einen nach unten. Ja. So, wo sind wir jetzt? Hier sind wir jetzt. Okay. Und jetzt gehen wir weiter runter, das heißt hier geradeaus und dann links. Das Vieh hinter mir ignoriere ich jetzt. Ach nee, das ist das Ding hier. Hier bin ich falsch. Groß ist diese Mine. Wesentlich größer, als ich gedacht habe. I don't have enough magic. Boah, er sieht ja übel aus, wenn er betäubt ist. Ey. Ja, schade.
nochmal. Wir laufen tief in die Mine rein. So rum oder andersrum? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall entgegengesetzt. Nein, das war falsch. Laden. Wenn mein Gehirn sich sowas mal merken könnte. Ach cool, er hat's einfach eingestellt gelassen. Hä? Wieso? Ich verstehe das Ding nicht. Das habe ich doch eben auch gemacht. So. Aber hier wollen wir wohin? Wir wollen weiter nach unten. Mann. Unfassbar. Ich speichere mal. Ich hoffe, es ist okay für euch, dass das jetzt eher so ein bisschen nebenbei läuft. Und ich, ich finde das immer noch ein Spiel, wo man sich schon recht doll konzentrieren muss, muss ich sagen. Und zu später Stunde. Schafft mein Hirn das mit dem Reden und dem Spielen nicht so gut. So, bin ich jetzt... Genau, hier wollte ich hin. Fast gedacht. Gut. Okay, hier sind keine Geheimwände. Das heißt, ich werde mal kurz hier übernachten. Ich sagte, ich werde hier kurz mal übernachten. Oh.
Das ist im Niemandsland. Nein. Oh, puh. Wofür ist über dieser Würfel? It didn't do anything. Oh, der kann damit irgendwas machen. It didn't do anything. It didn't do anything. Okay, was habe ich denn noch hier? Habe ich keinen? Da ist noch ein Steinchen. Achtung, festhalten. Bitte was? Hilfe? Wir sind in eine Schlangengrube gefallen und ich sterbe. It didn't do anything. Bitte was? Okay, gut, dass ich gerade da oben gespeichert habe. Okay, bevor wir das jetzt nochmal machen, gehen wir jetzt erst den Rest hier angucken. Remove all weapons before entering. Ach so. Ist damit gemeint, ich soll zu den Würmern ohne Waffen gehen und dann lassen die mich in Ruhe? Hahaha. Ist keine Chance gegen mich. Aber hier ist doch nirgends was. Keiner trifft. Was seid ihr denn für Spackos? Ihr seid ja überhaupt keine Helden. Ihr seid Anti-Helden. Ich fürchte fast, hier ist tatsächlich nichts mehr. Zufälligerweise das Wichtigste alles abgegrast hier, ohne es zu merken. Ich bin hier straight durchgelaufen. Ach, guck mal, hier ist das. Hä? Nee. Da ist noch ein Schlüssel.
Ich glaube, ich habe hier gerade, ich habe wirklich einfach durch verfluchtes Glück habe ich einfach genau das Richtige gemacht. Oh shit. Oh nein, warte mal. Das lade ich noch mal. Ach, Kacke. Okay, ich hätte mal besser speichern sollen. Aber okay, ich weiß ja jetzt, dass hier eigentlich nichts mehr ist. Jetzt auch hier so mal schnell durchrennen. So, die Smaragdklinge nehme ich auf jeden Fall mit. Und den Schlüssel nehme ich natürlich auch mit. Die Knochen brauche ich nicht. So, und hier speichern wir. Okay. Damit geht nur das zu. Aber wenn ich jetzt da drüber gehe, bin ich da gefangen. Und hier. Ja. Gibt es hier noch irgendeinen anderen Knopf? Vorne am Eingang gibt es noch einen. It appears to be a most ornate lock. Ah. It does not fit. Ah. Ach so. Jetzt ernsthaft? Da komme ich doch her. Jetzt ist da halt eine richtige Tür. Ja, okay, supi. Das hilft mir jetzt aber nicht weiter. Da ist halt noch was, ne? Aber da, ich krieg diese Grube halt nicht weg. Tja. Laden. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir noch mal ans andere Ende. Ah, deswegen braucht man einen Schlüssel. Wenn man jetzt hier tatsächlich nicht mehr zurückkommt. Das hatten wir auch noch nicht. Eine Wand, die nur... It does not fit. Eine Wand, die nur in eine Richtung geht. So. Ich probiere das mal. Was passiert, wenn wir alle Waffen... Ich habe keinen Platz. Ablegen.
Nicht, dass ich glaube, dass das was bringt, aber... Speichern. Ich glaube, dann vielleicht nicht so die beste Idee, die ich je hatte. Echt den ihr Ernst, dass man hier jetzt... Guck mal, die haben... Das ist ja ein geiles Detail. Die haben... die Becher haben Ornamente. Nee, wie heißt das? Gems. Wie lange sie... Wie oft sie heilen können. Da, der hat noch einen blauen. Jetzt der verbraucht. Edelsteine, danke. Ich bin hier leicht überfordert mit der Gesamtsituation. Aber es sieht fast so aus, als könnte man das fast schaffen, wenn man ein bisschen, wenn man das vorher weiß und seine Zauber noch ein bisschen schlauer verwendet. Deswegen habe ich diese Becher. Ich habe halt nichts mehr, ich habe halt keine Energie mehr. Aber das Feld lichtet sich. Das mit den Edelsteinen finde ich aber ganz schön cool. Das Spiel hat einfach wirklich wunderschöne kleine Details.
Wir kämpfen gegen Tausende von Schlangen. Wir können es schaffen. Eine glorreiche Schlacht gegen Milliarden von Schlangen. Wir kriegen sie hin. Das ist der letzte. Da sind auch noch welche. Ich glaube, das war's. Ich glaube, wir schaffen's. Ich glaube, da er in der Mitte steht, kriegt er gar nichts ab, oder was? Oh, doch. So, Leute, das wird was. Ach, noch mehr. Ich dachte, das war's jetzt. Heilen. Guck mal, wir können ihn wieder heilen. Zweimal. Dann haben wir wieder drei Krieger. Wir schaffen das. Eine legendäre Schlacht in der Schlangengrube. Über uns wird noch gesungen. Wir haben keinen Minnesänger dabei. Wir brauchen eigentlich einen Minnesänger, der von unseren heroischen Taten in der Mine berichtet. Oh Gott. Oh nein. Ich war gerade happy. Oh, komm jetzt. Auf den letzten Metern oder was? Keinen Becher mehr. Kein Becher mit dem Fächer. Noch kein Elch mit dem Kelch. Okay. So, wieder auferweckt. Okay. Ich glaube, wir haben's. Speichern. Oh mein Gott. Ich hoffe, wir haben unser Safe Game jetzt nicht kaputt gemacht. Da kommen die her. Oh nein. Warte, was war gegen den Einfrieren? Einfrieren. Jawohl. Ich speichere jetzt mal nicht. Wo sind wir denn jetzt hier? Level 3. Ey, diese Mine. Wirklich, ich werde heute Nacht davon träumen.